Wir sind in Knittelfeld-Reifersdorf auf dem Kursplatz des ÖRV HSV Knittelfeld und heute findet das 16. Spanielrennen statt. Wir haben 39 Spaniels angemeldet und es wird sicher wieder eine lustige Veranstaltung. Es geht darum, es hält jemand den Hund, der Besitzer läuft weg, die Zeit vom Besitzer wird aber nicht gestoppt und der Besitzer wartet hier im Zielraum dann auf den Hund. Und die Zeit wird gemeinerweise dann erst gestoppt, wenn der Besitzer den Hund wieder angehängt hat an der Leine. Weil die Hunde laufen alle schnell, aber die Besitzer sind immer sehr bautschert beim Anleinen. Man kann alle möglichen Sachen machen. Man kann mit Purzelbaum den Hund locken oder mit Würstel oder mit Leckerli oder mit Spielzeug oder man kann einen Kasperl runterhauen und der Hund kommt dann vielleicht oder auch nicht. Also wir werden sehen, die Besitzer haben einen Mordsehrgeiz und die Hunde finden es sehr lustig. Welche besonderen Vorbereitungen hast du für deinen Hund fürs heutige Rennen gemacht? Oi. Ich war mit Rico schwimmen im Globeinersee schon dreimal. Und natürlich in unserer Gossen habe ich immer Balle geschmissen. Zeit gestoppt ein bisschen. Also ich hoffe, er rockt das heute. Begrüßen zum 16. Spanielrennen da im Knittelfeld. Los! Hey, komm her!
war Doppelreiter. 25-jähriges Jubiläum, 25-jährige Obfrauzeit. Ihr Resümee? Ja, 25 Jahre viel Arbeit für den Club, ehrenamtliche Arbeit. Eigentlich habe ich mich immer bemüht, dass alle zufrieden waren und alle glücklich waren. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen mit Unterstützung des Landesgruppenausschusses. Hat das ganz gut funktioniert. Ich wünsche dem neuen Ausschuss, dass sie brav weiterarbeiten, dass sie das Geld, das wir erspart haben die ganze Zeit, nicht jetzt gleich unüberlegt ausgeben, aber ich glaube, das ist keine Gefahr. Und ich wünsche, dass es viel Nachwuchs gibt und auch viele junge Mitglieder wieder gibt, die da mitarbeiten, aber dass auch für die älteren Mitglieder nach wie vor das Programm aktuell und interessant bleibt, sodass Jung und Alt sich treffen können jederzeit. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen und dass wir bald ohne Einschränkungen alles miteinander machen können und wieder zusammensitzen und eine Gaude haben können.